Wir befinden uns jetzt hier auf dem Gutenberg-Marathon für den Schnellschuss nach dem Spiel zu Hause gegen Gladbach. Das Spiel, würde ich sagen, war halt wie die ganze Rückrunde scheiße. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt mal hier, wo richtiger Sport gemacht wird, wo wirklich Leistung gebracht wird, auf dem Gutenberg-Marathon in Mainz. Boah, guck mal, was Geschwindigkeit. Guck mal, renne mal mit. Boah, ist das schnell. Guck mal, was der rennt hier in einer Geschwindigkeit, der ich schon nicht mal sprinte. In der Geschwindigkeit rennt der, da wärst du ja wahnsinnig. Der sprintet ja. Das ist ja quasi der Usain Bolt vom Marathon. Sag doch mal, stehe. Warte mal. Oh, leck mich am Arsch. Ist das schnell. Ihr steht hier am Rand. Du hast eine Startnummer. Bist du mitgelaufen? Ja. Warum bist du schon fertig? Ich bin nur 4 Kilometer gelaufen. Eine Schülerstaffel. 4 Kilometer? Und habt ihr da, für was macht ihr das, nur für euch? Oder ist das für einen guten Zweck? Oder? Nein, für die Schule. Einfach laufen. Laufen für die Schule? Für die Schule wäre ich früher noch nicht einmal stehen geblieben. Das ist neue Motivation. Ich habe die Schule, ich fand die so furchtbar. Ich wäre noch nie für meine Schule gelaufen. Das ist auch geil. Guck mal hier. Das ist, weißt du, nicht so wie wir mit einer professionellen Kamera. Nein, das ist ja, hast du es selbst gebaut? Ja. Sensationell. Was machst du damit? Filmst du? Wir machen doch den SWR Livestream. Also quasi die Konkurrenz. Aber in Kleinformat. Und du willst mir jetzt erzählen, dass ich seit Jahrhunderten meine Familie GEZ-Gebühren bezahlt, damit die SWR mit so einem billigen iPhone und einem selbstgebastelten Ständer hier die Leute übertragen. Es wird trotzdem der Mainzer Marathon übertragen, aber zu kostengünstigeren Konditionen. Ist doch super. Ja, ist ganz nah dran am Geschehen. Das ist jetzt Fernsehen. Das ist Fernsehen der Zukunft. Mit dem iPhone. Verstehst du? Dafür kassieren die Milliarden an GEZ-Gebühren, damit die sich selbst Gestelle bauen müssen im Keller, die Mitarbeiter, und dann ganz billig uns mit dem iPhone und irgendeinem SWR-Film-App, weißt du, dafür nehmen die, wer bezahlt's, hä? Der kleine Mann wieder, natürlich. Jetzt willst du mir nicht erzählen, dass der läuft den Marathon mit? Mit was denn? Barfuß, mit dem Narrekap, 100 Jahre, sensationell, oder? Und der war Sechster. Verstehst du? Mit dem Weinding da hinten drauf, Sechster und barfuß. Was mich ja wundert, der Erste ist ja noch unterwegs, den haben wir gerade gesehen. Und du bist schon fertig? Ja, wir haben jetzt nur einen Halbmarathon gelaufen. Also ihr habt nur die Hälfte. Genau. Ja, und warum läuft man? Wir sind die Weicheier. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist schon ein bisschen pussyhaft, muss ich sagen. Also, genau. Das ist eigentlich schwach. Genau, das ist schwach. Du schämst dich auch ein bisschen, oder? Genau, wir schämen uns sehr. Weil das ist, weil du halt irgendwie, du kommst ja auch aus Schemnitz. Nein. So wie man die Sprache hört, ne? Fast aus Erfurt. Aus Erfurt, nicht aus Schemnitz. Also aus Schemnitz, genau. Aus Schemnitz. Warst du das erste Mal hier in Mainz? Ja, das erste Mal hier. Und? Ja, schöne Strecke, war gute Bedingungen. Du kriegst ein Zimmer von der Schule. Du fährst hierher, es kostet einen Arsch voll Geld. Ja. Das heißt, du zahlst ein Zimmer, kostet einen Arsch voll Geld. Dann rennst du dir mit dem Halbmarathon, auch wenn du nicht viel kannst, aber immerhin Halbmarathon, 20 Kilometer, ja gleich, die Seele aus dem Leib. Und das alles, um dich danach 20 Kilometer zu quälen. Wie doof muss man eigentlich sein? Ja, ist mal nicht doof. Ich habe mich nicht gequält. Es war locker. Ja? Ja. Aber du hättest auch in der Zeit auch schön zu Hause sitzen können und Kuchen essen. Das hätte ich auch machen können. Aber da wäre ich ein bisschen dicker geworden. Stimmt, schlank ist er. Aber zieh dir mal was an, sonst frierst du dir den Arsch ab. Mach's gut, mein Lieber. Ja, viel Glück, aber beim nächsten Mal. Ciao. Er kommt aus Schemnitz. Ja. Wir sind mitgelaufen. Und warum sitzt du hier? Hier kommt ja gar kein Bus mehr. Ich warte auf meinen Sohn. Der ist mitgelaufen. Ist der mitgelaufen? Und wie lange ist dein Sohn gelaufen? Der halbe Marathon. Mit Im Ernst? Die laufen mit der Schule einen Halbmarathon. Ja. 20 Kilometer. Ja. Wie alt ist dein Sohn? 15. Wie kann man dann mit 15 20 Kilometer rennen, während die Mama da sitzt und WhatsApp? Weißt du? Hast du ihn auch tatkräftig unterstützt? Weil ich sehe, du hast ja hier eine Apfelschorle dabei. Hauptsache, die Mama hat keinen Dorscht. Verstehst du? Lass doch den Bubi 20 Kilometer rennen, wie er will. Hauptsache, die Mama hat keinen Dorscht und hat WhatsApp. Verstehst du? Das war früher anders, muss ich sagen. Das ist für mich ein Grund, vielleicht doch nochmal anzufangen. So, was muss ich jetzt machen? Hosenrunde. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich heute Morgen eine schicke angezogen habe ohne Hose. Ich habe ja so ein bisschen Angst, gell? Ja? Ach, geht das so oder muss ich die? Ich glaube, das geht so. Wenn ich jetzt mit ihr allein wäre, fände ich das vielleicht schön. Also, nur weißt du, hier gucken so viele Menschen zu, da hat man ja auch Angst, dass da. Wie hat meine Oma früher immer gesagt, Bub? Zieh frische Schlüpper an, falls dir was passiert, dass die dich nicht mit dem dreckigen Schlüpper kriegen. So, Oma, hast recht gehabt. Die hat mir jetzt mein Kniescheib in die Oberschenkel gerissen. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hallo, ihr seid ja bestimmt auch den Halbmarathon gelaufen. Du hast ja die sportliche Klamotte. I'm from Brazil. And you're from Brazil? Yes, I
You are from Brazil. I'm crying in the rain. Menschen aus Brasilien kommen extra hierher und feiern unsere Stadt. Saucy, very nice saucer. Ja, die Wurst ist geil, die Stadt ist geil, die Menschen sind geil, alles ist geil. Versteht ihr? Das rührt mich doch zu Tränen, dass es Menschen gibt, von über 10.000 Kilometer weit weg, die unsere Stadt so lieben und extra hierher kommen. Wir müssen jetzt die Kamera ausmachen, denn ich muss weinen, kenn ich, weinen.